Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jason. Wie ihr schon an meinem Schmetterling im Hintergrund erkennen könnt, gibt es was Neues aus Diablo 3, genauer gesagt aus Patch 2.4.1. Und zwar gibt es neue Wings. Oder besser gesagt, auf Deutsch, es gibt neue Flügel. Und das Ganze nicht zu schmal, denn es gibt insgesamt an die 6 Stück. Als kleiner Hinweis, das Ganze ist aktuell noch auf dem BTE. Also schauen wir mal, was dann auch wirklich live kommt. Das erfahrt ihr dann unterhalb im Link. Also klickt mir auf jeden Fall unterhalb im Video auf den Link. Da sind dann die latesten News. Aber mal back to topic. Wie ihr seht, gibt es hier an die 6 neuen Flügel. Ich habe sogar noch nicht alle gefunden, aber ich habe schon ein paar coole. Und jetzt will ich euch natürlich sagen, wo ich die her habe. Oder genauer gesagt, wie ihr denn an diese kommt. Denn diese droppen einfach. Ihr habt richtig gehört, ihr müsst nicht so wie vorher ewig viele Set-Dungeons machen oder euch irgendwelche Expansion-Packs kaufen für andere Spiele, um hier bei den Flügeln zuzuschlagen. Diese droppen. Wir beginnen gleich mal mit den Schmetterlingsflügeln, wie vorhin schon gesagt, da gibt es mal die roten bei den Überbossen und nicht irgendwo bei den Überbossen, sondern nur im Reich des Kummers. Im Reich des Kummers kämpft ihr ja gegen Magda und gegen den Skeleton King und wenn ihr hier Magda tötet, droppt sie die roten Flügel und wenn ihr jetzt in Akt 2 Magda tötet bei der normalen Bounty, dann gibt es die schwarzen Flügel. Also könnt ihr hier die ersten Flügel ganz einfach holen, einmal eben über die Überbosse und einmal da lauft ihr direkt zu Magda in Akt 2. Hier ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, die Drop-Raten der Flügel, ich weiß nicht wie hoch es ist, aber sie sind auf gar keinen Fall 100%, sie sind auch nicht 70 oder 50%. Ich benötigte mehrere Anläufe und auch nicht nur ich, sondern andere aus den Clans haben es ja auch versucht und wie gesagt, so an die 5 bis 10 Anläufe twice pro Boss braucht ihr hier auf jeden Fall. Weiter geht es mit den nächsten Flügeln, die gibt es bei diversen Rift-Bossen. Unter anderem bis jetzt gefunden, bei dem, den ich nicht ganz aussprechen kann, ich sage einfach Tetris, da gibt es eben diese Drachenflügel und dann gibt es noch was bei Escandil, da hatte ich aber persönlich noch kein Glück, da habe ich noch nicht abgestaubt, aber den, den ich gerade hier bezwinge, gibt es diese schwarzen Flügel, welche ich im Hintergrund auch schon angelegt habe, aber hier bei den Rift-Bosse habt ihr natürlich ein erhebliches Problem, ihr könnt sie im Gegensatz zu Magda und die Überbosse nicht gezielt farmen, denn ihr müsst hier einfach Rift Rifts laufen und am Ende seht ihr ja, welcher Rift Guardian spawnt und je nachdem, ob ihr da Glück habt, ist es einer der Guardians, der was droppen kann oder ist es keiner der Guardians. Ihr könnt euch das auch relativ einfach merken. Die Bosse, die selbst Flügel haben, die können diese auch droppen. Also so seht ihr dann, somit kann natürlich ein Butcher oder ein Steinsänger, der kann nichts droppen, der hat auch nichts, aber die Bosse, die sie haben, die haben die Möglichkeit, diese auch zu droppen. Wieder, das Ganze ist aktuell in einem BTR-Status, darauf nagelt mich nicht fest. Wenn ihr was besser wisst, gebt es uns, teilt es uns mit in den Kommentaren. Und ansonsten hier noch der letzte Hinweis, wo ich noch die Knochenflügel gefunden habe, diese riesigen weißen, die werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Die gibt es bei Adria in Akt 5. Ist jetzt auch wieder die Möglichkeit, könnt ihr einfach freiweg hinlaufen, immer wieder Akt 5 öffnen, einfach neue Games öffnen, immer wieder starten und einfach Adria so lange umhauen, bis sie die Knochenflügel rausrückt. Bis sie die Knochenflügel droppt, einmal draufgeklickt auf das Icon und schon ist es im Inventar hinzugefügt und schon könnt ihr euch über neue Flügel erfreuen. Ich mache mich jetzt auf die Suche auf die noch verbleibenden. Wer mit mir suchen will, ihr wisst ja, das Ganze könnt ihr live verfolgen auf twitch.tv/jessiewalks und ansonsten wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.